Man merkt richtig, wie der Boden weicher wird. Wenn der Boden hier, auf dem du gerade stehst, weicher wird durch Regen, haben wir echt ein Problem. So. Ach ja. Ja, die haben echt Verstärkung gerufen. Ich bin da ins Wasser geplumpst. In dem Moment stand hier oben einer gerade bei dem Alarm. Unpraktisch. Ich weiß aber auch immer noch nicht, wie man den Alarm eigentlich kaputt macht. Ne? Wahrscheinlich muss man einfach nur einen Feuerfall drauf donnern oder so. So, ja, natürlich. Jetzt haben wir wieder super Wetter. Lohebehälter. Soweit, so gut. Da ist noch ein Wächter. Guten Tag. Gehen Sie mal beiseite. Gut, das nächste wird Stufe Röner. Dass das mal klar ist. Man wirkt richtig, wie die Birne weicher wird, sollte das heißen. Ja, das ist eine gute Theorie. Interessant ist ja, dass die Panzer so irrsinnig fortschrittlich da aussahen, ne? So futuristisch. Und die Autos eher so in den 80ern zu suchen sind. Wehe, boah. Ja, auch die Fälle und so brauchen wir von denen. Das ist das Problem. Das Spiel zwingt mich zu Dingen, die ich nicht tun möchte. Ich möchte das ausdrücklich betonen. Ich distanziere mich von Aloys Taten aufs Schärfste und aufs Ausdrücklichste. Also da möchte ich überhaupt nicht, also bitte nicht nachmachen. Füchse sind toll, aber auch Gubbel-Gubbels sind toll. Auch Gubbel-Gubbels tötet man nicht, obwohl sie sind lecker. Gubbel-Gubbels haben echt einen entschiedenen Nachteil in ihrem Leben. Sie sind lecker. Und Wildschweine auch. So, von Füchsen kann ich das nicht behaupten. Von daher, Füchse tötet man nicht. Gubbel-Gubbel ist okay. Dass er erst geschrien hat, als er am Boden lag. Schauen wir mal. Was haben wir denn heute? Einen. Da ist noch einer. Schwer zu sehen hier irgendwie vor diesem gelben Hintergrund hier schon. Habe ich den markiert? Scheinbar nicht. Okay. Die Fallen, den Alarm, den markieren wir uns auch noch. Mhm.
Ich will nicht die ganze Zeit mit den teuren Scharfschussfallen hantieren. Wir nehmen den jetzt mal, wenn wir es gerade mit Menschen zu tun haben. Braucht man nicht so viel mit Abriss, sondern eher mal, dass ein Headshot halt auch killt, ne? Die Sache endet hier. Ah, komm schon, Scheiße! Das ist toll. Ein Headshot tötet nicht. Warum hat ein Headshot nicht getötet? Ein Headshot hat immer getötet. Ach. Ich gehe jetzt erstmal zur Falle. Zum Alarm. Haben wir auch. Shit, der hat Alarm ausgelöst, glaube ich. Alarm zerstören! Okay. Gut. Ach komm schon, bin jetzt los. So. Ich glaube, der Alarm ist bereits durch. Haben wir. Na, Pfeil im Kopf. So. Ein bisschen besser. Aber dass der Headshot nicht tötet, ist halt echt schwierig. Das hat er mal. Aber ich habe das Gefühl, die Gegner sind auch besser geworden. Oh, was feuert denn jetzt noch? Ach Gottchen. Ja, Entschuldigung, der Fall, der kommt von mir. Alles gut, ich helfe dir. So. Da ist ja noch einer. Kommen Sie her. Schauen Sie mir ins Auge. Sag mal, haben die den Schaden von dem Bogen da reduziert oder was? Habt ihr doch echt früher besser gekillt. Diese Los-Schießen, die macht Wumms. Das ist korrekt, aber dann hätte ich halt... Ich hatte die Hoffnung, dass ich mit einem Headshot den einen ausschalte und dann ist die KI ja in der Regel so dumm und sagt, oh, da ist jemand tot umgefallen, aber hier ist ja gar keiner. Das muss der Wind gewesen sein. Und ich hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass man die lautlos töten kann, weil wenn ich auf die Lohe geschossen hätte, wäre jetzt nicht so lautlos gewesen, aber ich glaube, nächstes Mal mache ich es, ja. Ne, dann war halt so mein Gedanke, dann ist der Alarm auf jeden Fall an, wenn ich auf die Lohe schieße, so ungefähr. Ja, weiß nicht. Man kann das so und so sehen. Eher so. Vielleicht aber auch so. Rohstoffkisten haben wir jetzt auf jeden Fall reichlich. Da sollte man dann auch wieder Draht und Co. rausbekommen. So. Und ich war halt knapp zu spät mit dem Deaktivieren des Alarms. Dadurch hat es noch ein bisschen Trouble gegeben. Aber ist auch okay. Gibt viel Loot dafür. Sehen wir es so. Und viele Erfahrungspunkte. Und wirklich wehgetan hat es ja nicht. Also der nächste Händler gehört mir. Da müsste einiges zu verkaufen sein.
Echohülsen vielleicht auch. Ja, also mit, um diese lohe Behälter, die hier stehen, zum Explodieren zu bringen, brauchst du Feuerpfeile. Und um die zum Explodieren zu bringen, die hinten auf dem Rücken sind, das hat man ja auch gesehen, die pfeifen dann noch so schön. Das war echt cool gemacht. Brauchst du auch Feuerpfeile. Insofern glaube ich nicht, dass du damit Echohülsen viel machen kannst. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Wagen? Ein Bollerwagen? Gesundheitstrank? Deren zwei sogar. Naja gut, hilft mir jetzt nichts. Nochmal eine Vorratskiste. Gut soweit. Okay, die Lager sind aufgeräumt. Wir können zurück. Ja, Moment, das ist noch immer... Begib dich zum höchsten Turm. Okay, machen wir. Weg da. Muss zum höchsten Turm. Aloy verlangt nach dem Manta, nach diesem rostigen Manta, der da eben am Boden lag. So richtig schön mit Ellenbogen raus und Fuchsschwanz hinten an der Antenne. So schön 80er-Style. Gefällt mir der Gedanke, ja. Kann ich mir Aloy voll gut drin vorstellen. Das ist auch so richtig schön. Das passt einfach so in die Story und alles, ne? Hier schon wieder, muss ich da hin? Nicht so wirklich. Muss so mehr dahin. In die andere Richtung als die ich laufe. Aber ich wollte ja Heilung sammeln, das war ja Absicht. Da müssen wir jetzt hoch, das machen wir selbstverständlich alles heute. Die schreien auch noch so. Hör auf. Ist nicht gut. Hör doch nicht so schreien, nur weil sie mal einen Pfeil. Das letzte Tageslicht. Ich muss wachsam sein. Na gut. Wir sind am höchsten Turm. Hi. Huch, da war eine Stufe. Hi. Mit den Lagern lief es gut. Ja, total. Bis zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Ja, klar. Hast du gerade noch so voll des Lobes und dann... Geht jetzt. Okay. Ich raub mal unser Lager aus derweil. Vielen Dank. Dann Dankeschön. Müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, ich bräuchte vor allen Dingen mal einen Händler. Habt ihr nicht einen Händler hier am Start? Ich brauche echt mal einen Händler. Warte mal. Map. Hier ist ein Lagerfeuer.
Einziger Händler, den wir haben, ist da unten, ne? Ja, sieht so aus. Probieren wir doch mal zu dem zu kommen. Einmal Schnellreisepaket, egal wie weit scheinbar. Das ist okay, 12 haben wir. Hin und zurück, immerhin. Die Erzmütter werden herausfinden, wer unser Volk abgeschlachtet hat. Wir müssen auf ihre Weisheit vertrauen. Guten Tag. So, Verkauf gegen Metallscherben. Gehabtes altes Amulett. Tschüss. Geschäfte mit Händler behalten wir. Was nur gegen Metallscherben verkauft werden kann, hingegen hauen wir weg. Ein Maschinenkern in klein. Okay, machen wir den halt weg. Das ist auch hier nur zum Verkaufen. Was noch? Mehrere verkaufen? G. Okay, jetzt hat es doch nur eins. Ach komm, dann machen wir es halt so. So, Munitionsherstellung hier. Das gibt es auch verkauft gegen Metallscherben. So, wupp. Das hier auch. Ebenso. Gott, haben wir viel Müll. Brauche ich alles. Ich gebe nichts ab. Gut. Oh, der hat... Der hat keine lila Waffen. Wo war denn der mit den lila Waffen? Gratiskiste mitnehmen? Habe ich, glaube bei dem schon. Gratisprobenkiste, ja. Bei dem war ich schon. Aber wir hatten doch schon einen mit lila Waffen, oder? Kacke. Wo ist denn? Wo ist der denn? War der hier? Ich bin mir sehr sicher, wir hatten schon einen mit besserer Ausrüstung, als ich jetzt habe. Mist. Wie sieht es hier bei Outfits aus? Weil da hatten wir definitiv schon lila Zeug. Okay, das haben wir. Nora Beschützerinnen schwer kann ich mir leider nicht leisten, wegen dem Panzerwandererherz. Ah, hätten wir sie doch mal töten sollen, ne? Nora Überlebende. 170 Lore habe ich. Hui. Stille Jägerin braucht ein Brüllrückenherz. Brüllrücken hat man auch noch nicht. Okay, Verderbnistägerin. Also wenn irgendwas noch Sinn machen könnte, dann wäre es unten eigentlich diese Nora-Rüstung hier. Dass ich mehr Resistenz habe gegen Nahkampfangriff oder gegen Schlag. Aber das ist jetzt auch nicht so dolle. Waffen, wie gesagt, haben wir nichts, außer die Schattenschleuder. Die hat neben Blitz und Eis, was meine glaube ich auch schon hat, ne? Genau, hat die zusätzlich noch Feuer. Aber auch Kristallgeflecht kriege ich auch nicht hin. Na gut. Ja, das ist aber schade. Ich dachte, ich könnte jetzt ganz gut mal hier ein bisschen aufrüsten. Schatzkisten. Machen wir die mal auf. Belohnungskiste. Achso, das war die, die wir schon ewig nicht aufmachen konnten. Scherbenkiste. Na gut. Okay. So. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Brüllrückenlinse. Haben wir auch schon. Metallbrand haben wir. Draht Reinholz. Der Reinholzmessner. Wir kennen ihn. Metallgefäß, knorriges Fleisch, wieder Reinholz, fettes Fleisch, Zünder, Reinholz, alles gedöns. Bisschen Draht, das war gut.
Tja. Seltenes Teil. Was denn bitte Reinholz? Das ist ein Bergsteiger. Ein Holzmesser, man kennt ihn doch. Das muss man kurz überlegen. Wisst ihr das noch irgendwie, wo ein Händler war mit den lila Sachen? Oder bilde ich mir das nur ein und wir hatten noch nie lila Waffen? Bin da gerade echt voll unsicher. Ich bilde mir das voll ein. So, da müssen wir auch unbedingt hin. Werden wir aber auch noch hinkommen. Wenn wir der Hauptquest weiter folgen. Hier unten die Sachen mit den Metallblumen und dem Gefäß, das machen wir mal auf einer separaten Runde. Dann gehen wir jetzt halt wieder zurück, hilft ja nichts. Zu dem Lagerfeuer, das Metallblümsche nehmen wir mit und fertig. Was macht denn mein Inventar? Muss ich noch was loswerden? Fertigkeitenpunkte haben wir nur einen. Okay, Rohstoffinventar ist bei 45 von 50, das ist nicht so gut. Fettes Fleisch können wir vielleicht mal ein bisschen verkaufen, wenn er das will. Da haben wir zwei Stacks quasi schon von. Was haben wir noch? Wächterherz können wir auf jeden Fall eins verkaufen. Wächterherz und fettes Fleisch. Oder wir bauen noch ein paar Beutel. Moment, Tragekapazität. Waffenbeutel. Braucht gleich mal fettes Fleisch. Machen wir doch. Outfitbeutel, Rohstoffbeutel. Schweineknochen, Reinholz, Metallscherben plus 20 Kapazität. Ist gekauft. Modifikationsbeutel. Auch gekauft. Fallenbeutel. Jägerbogenköcher. Verbogert. Vergrößert deinen Jägerbogenköcher. Da brauchen wir die Schweinsknochen. Haben wir nur eine von, aber das ist okay. Und den Scharfschützenbogen kann man auch erhöhen. So. Schleudermunitionsbeutel. Draht ist mit gerade zu wertvoll. Stolperdrahtmunitionsbeutel. Fuchsknochen. Das reicht auch erstmal, was wir da haben. Outfitbeutel nehmen wir mit. Ja, komm. Nehmen wir auch noch. So, haben wir genug. Und dann können wir trotzdem das Wächterherz noch verkaufen. Uns irgendwas doppelt hier unten. Wächterlinse, Läuferlinse sehen zufällig gleich aus. Hier ist noch eine Wächterlinse. War die noch weg? Wollen wir dann gleich wieder den nächsten Stack haben, nehmen wir nochmal eins weiter weg. So, dasselbe sollten wir hier tun, Wächterherz. Die kriegen wir auch schnell wieder. Jo, sieht doch ganz gut aus. Über 1000 Scherben. Ordentlich Kapazität frei. Jetzt können wir zurück. Ich brauche was zu verstecken. Was ist das denn hier für ein Drama? Moment. Ja, kacker du nur rum. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ich sehe kein Versteckdichtgras gerade. Ein bisschen schwierig. Da ist ein Versteckdichtgras.
Ja, komm schon. Das versteckt dich krass. Nein, das kann man nicht rauchen. Da stand gerade stiller Schlag. Ihr habt's alle gesehen. Müssen wir es halt so machen. Komm mal her. Hier liegt schon ein bisschen Schrott rum. Ich kann hier auch nicht richtig hinlaufen, weil da dieser Stein ins Gras reinragt. Das war auch gerade ein bisschen fies. Hm? Dummes Teil. So. So klar. Das ist mal so klar. Ich sehe die Dings nur leider noch nicht. Die Blume oder was wir da gerade suchen. Ja, Blume. Gar nicht so ohne. Ziel markiert, Spur markiert. Hier ist viel zu wenig, um sich zu verstecken. Gut. Diese Blumen erschaffen. Und warum? Gut, haben wir. Dann müssen wir jetzt einfach nur noch darüber. Was natürlich wieder genau dadurch ist. Ja, Spiel, ich lieb dich auch. War doch nicht so weit mit dem Springen. Renn doch weg. So schlimm ist ja jetzt auch nicht, mit mir loszuziehen. Du hast einen Plan, oder? Nein. Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch.
Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Ich weiß es doch gar nicht. Warum läuft er vor, wenn ich doch weiß, wo... Ja, bitte. Reden. Wärst du so gut, mir eine Hand zu leihen? Danke. Ich habe irgendwie so ein ganz beschissenes Gefühl. Ich krieg mich nicht mehr ganz erinnert an diese Szene hier. Du den da rechts. Rechts. Ich weiß schon, dass da ganz viele rappen. Ich will ja nichts sagen, aber... Oh. Wie soll denn da wirklich... Ich sag, ich nehme den da recht, ne? Machen wir das. Na gut, okay. Es war ja, war ein guter Move, gebe ich zu, gebe ich zu. Okay. Geht schon. Geht schon, war okay. Ich übernehme den Linken. Den da, oder was? Wie denn? Ich sehe ihn doch nicht mal mehr. Ich muss wachsam bleiben. Gut, krieg ich hin. Okay. Das kam ohne... Au. Der hat mich gehauen. Du Trottel. Das kam unerwartet. Dass die... Warum hat die jetzt auf einmal... Ihr habt doch gesehen, ich habe gezielt und dann habe ich links gedrückt und in dem Moment, wo ich links gedrückt habe zum Schießen, hat sie den Speer gezückt und hat den rechts getötet. Da war irgendwie der stille Schlag vorm anderen oder was. Das war völlig komisch. Ich möchte betonen, dass das Spiel nicht gemacht hat, was es sollte. Ja, das versteckt mich krass, hatte ich ja jetzt, ja. Noch zwei. Nimm du den linken. Ja, bin ich geübt drin. Da ist einer. Ja, das ist gar kein Problem. Man sieht so viel. Also ehrlich gesagt, einfach nichts. An eine Maschine verloren. Jetzt holen sie uns das Sonnen. Du bist da, du bist da. Geht. Man merkt daran, dass man hier nicht mit Xar unterwegs ist. Erstens macht er zuverlässig das, was er soll. Und zweitens lässt er einen Loot liegen. Ne? So. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen.
Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Wie kriegen wir die denn da? Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Nur noch. Ich bin doch da. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Oh, da ging es hier direkt wieder runter. Also. Der Teil, den wir in die Luft jagen sollen, ist. Man sieht es halt so schlecht bei den Lichtverhältnissen. Das Ding da hinten oder das da? Weiß es nicht, ne? Boah, da ist ja noch einer. Okay. Wir brauchen Zeit. Geht er raus. Ich hänge fest. Ich habe das alles total gut überlegt. Ich weiß genau, was ich tue. Also ab jetzt nicht mehr. Ich muss nur richtig auf die Luke zielen und schießen. Die Lore schießen, haben sie gesagt. Endlich. Hat das mit der Lore nicht geklappt? Verstehe ich nicht. Habt ihr es verstanden? Ich muss näher ran. Okay, Moment.
wissen jetzt, dass... Oh, ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Bin ja gut. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Ach, die Lohe. Shit. Ich muss die Lohe entzünden und zwar schnell. Jetzt weiß ich auch, wo ich die Lohe entzünden kann, da hinten. Okay. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Gut, okay, der erste Tod. Der erste richtige Tod quasi. Eieiei. Nehme ich mit. Okay. Das ist scheinbar immer wieder dasselbe, was da im Blut drin ist. Interessant. Ich würde jetzt gern so von unten so einmal durch. Wird nicht töten, aber tut weh. Ja, da oben kann mir natürlich das Genick brechen, ne, wenn der entsprechend weit guckt. Vielleicht muss ich den tatsächlich noch ausschalten vorher. Natürlich auch die Frage, wie man das anstellt. Probier mal, ob wir hier durchkommen. Ich muss nur richtig auf die Lohe zielen und schießen. Auf die Luke zielen und schießen. Das ist nur da drüben. Das heißt, wir müssen da jetzt schauen, dass wir da hochkommen. Wir laufen gerade alle schön brav weg. So. Den müssen wir kurz abwarten. Und dann gehen wir da rüber und können, glaube ich, von da schräg rüber schießen. Hoffe ich. Da schießt in die andere Richtung oder schaut in die andere Richtung. Gut. So, da sind wir doch, wo wir hinwollen. Die Frage ist nur, wenn das jetzt hochgeht. Und wir werden sehen. Nein, das wollte ich nicht. So. Maschinen schon viel früher für unsere Zwecke einsetzen sollen. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Haha, und jetzt fallen in den Rücken. Ah, Sackgesicht. Er hat noch ein Problem. Alles klar, Moment. Nee, das war der Falsche. Ah. Ich hänge. Ich werde verdammt nochmal hänge. Okay. Ganz kurz, ich kümmere mich, die müssen sich um den anderen Scheiß da kümmern.
Okay. Wie, keine Munition. Ach, Kacke. Voll gut vorbereitet. Oh. Scheiße. Boah, ich dachte, ich wäre rausgerollt. Scheiße. Das war ja einfach. Ja,